Hallo, herzlich willkommen zur dritten Folge unserer Umbauserie MAN TGS von Bruder. In der ersten Folge hatten wir die Lenkachse eingebaut. Hier habe ich inzwischen auch, so wie es bei dem Sigi Sorglos Bestellpaket auch dabei ist, die Kabel nun dran. Und in der letzten Folge, also sprich Folge 2, haben wir die Lenkachse eingebaut. Und heute geht es darum, dass wir sagen, gut, wir bauen nun die Antriebsräder ein. Dazu habe ich das Susi Sorglos Radadapterpaket hier und wir bauen die Räder für die Lenkachse ein. Und ich wollte es eigentlich nicht machen, aber wir wollen ja auch testen, ob er gleich fährt. Das heißt, wir werden in dieser Folge auch ein bisschen auf die Elektronik eingehen. Aber dazu später mehr. Hier haben wir jetzt unser Modell. Die Achse auch dementsprechend schon verkabelt. Wie gesagt, so kommt es auch im Sigi-Sorglos-Paket und es ist so verdrahtet, dass wenn ich alle grünen und alle gelben Kabel zusammenschließe, auch gleich die passende Fahrtrichtung habe, dass die Motoren also dementsprechend richtig laufen und nicht eine Seite vorwärts und eine rückwärts läuft. Das brauchen wir hier nur wieder einklicken. Dann ist das auch schon fertig. Den stellen wir heute mal etwas weiter zur Seite. Denn wir fangen mit den Hinterrädern an heute. Und das ist alles, was wir noch vom ersten Mal übrig hatten. Das heißt, hier steckt überall noch die Achse drin. Und wir haben hier unser Susi Sorglos Radadapter-Set. Das hier können wir auch zur Seite stellen. Zuerst müssen wir wieder die Achsen ausdrehen. Das hatten wir in der letzten Folge auch schon, wo es um die Lenkachse ging. Bedeutet, ich nehme hier meinen Bohrer und spanne das ein, halte es vorne fest, drehe und durch die Wärme irgendwann macht es flopp und das Ganze geht raus. Wer das Video für die Radadapter gesehen hat, der weiß, was jetzt kommt. Für alle anderen machen wir das jetzt einmal gemeinsam. Das heißt, wir haben hier unsere vier Radadapter. Und in dem Susi Sorglos Paket sind bereits alle Schrauben für die Vorderseite vorhanden. Und wir haben hier schon vorgebohrt und es ist bereits eine Madenschraube eingedreht. Das Gewinde ist schon geschnitten. Das heißt, wir können die gleich so einbauen. Die Reifen müssen wir auch bearbeiten und hier war ja wieder das Augenmerk darauf, dass wir sagen, wir müssen keine Drehbank verwenden. Und der erste Schritt ist, wir schneiden hier oben diesen Pinöppel ab. Ob wir das jetzt mit einer Zange machen oder mit irgendetwas anderem, spielt hier keine Rolle. Dann müssen diese kleinen Punkte hier stehen bleiben. Und jetzt ist es so, dieses Metallteil, diese Hülse in der Mitte der Radadapter, die ist 10 mm lang. Das heißt, ich weiß, ich muss ungefähr hier 10 mm nach unten schneiden. Und praktischerweise hat diese Zange hier knappe 10 mm Länge. Das heißt, wenn ich damit arbeite, weiß ich auch gleich, dass ich auf der richtigen Tiefe bin, wenn ich die ganz ins Material einfahre. Wir schneiden also einmal hier außen rum. Ich schneide in dem Fall jetzt auch die mittlere Hülse dementsprechend nochmal ein, weil das komplett raus muss. Wer eine Drehbank hat, weiß da mit Sicherheit elegantere Lösungen als mit einer Zange hier das gewaltvoll herauszureißen, aber es soll ja auch Leute geben, die keine Drehbank haben und von dem her ist das hier die einfachste Lösung.
Nun, wie man sieht, es sieht aus wie Kraut und Rüben, aber genauso funktioniert es. Das heißt, hier diese kleinen Knubbel bleiben noch stehen. Schauen wir mal, ob das schon so weit hineinpasst. Jawohl, das reicht schon. Das heißt, der erste Radadapter sitzt. Er ist selbst zentriert und jetzt wollen wir ihn natürlich noch vorne anschrauben. Dafür einmal Akkuschrauber, 1,5er Bohrer und es sind bereits Bohrlöcher vorhanden. Diese müssen wir einfach nur durchbohren und wir kommen direkt, in dem Fall hier, dass man das auch sieht, an einer Schraube, an einer Plastikschraube raus. Schnell merken, wo wir waren. Hier. So. Jetzt machen wir das einmal außenrum bei allen Löchern. Wenn wir das hier gebohrt haben, müssen wir vorne etwas sauber machen. Dafür nehmen wir am besten irgendein kleines Cuttermesser. So etwas zum Beispiel. Oder wir bohren es etwas auf. Können noch eine Zange nehmen. Einfach nur, um das Plastik etwas wegzubekommen. Und jetzt nehmen wir uns einen kleinen Schraubenzieher und die mitgelieferten Schrauben. Und drehen diese nun durch die Löcher, die wir gerade gebohrt haben, in den Radadapter hinein. Das erste Rad ist fertig. Wir haben also hier die Schrauben eingedreht. Wir haben hinten den Radadapter sitzen und die Madenschraube ist in dem Fall ja schon drin. Von die erreichen wir, wenn wir das hier umknicken. Die sitzt genau an dieser Aussparung und von dem her könnten wir den hier schon montieren. Ich habe aber noch drei Reifen vor mir. Das mache ich jetzt noch schnell und dann montieren wir gleich die Reifen gemeinsam. Alle vier Radadapter sind nun fertig. Schrauben sind drin. Die sitzen hinten mittig zentriert, selbst zentriert im Reifen und können nun montiert werden. Zur Montage unserer fertigen Räder brauchen wir eigentlich nur noch einen Schraubenschlüssel. Schauen, dass wir zur Schraube durchkommen. So. Und können diese nun auf die Motoren montieren. Einfach aufstecken, festschrauben. Das war's.
Fertig ist die Hinterachse. Hier sehen wir jetzt nochmal ganz toll die Pendelbewegung der Achse, was hier so alles möglich ist. Also wir können in beide Richtungen schwenken, wir können nach oben, nach unten schwenken, wir können in die Richtung schwenken, wir können alle Richtungen gehen. Durch das, dass wir ja hier alle Richtungen haben, haben wir die Lenkachse ja starr eingebaut und jetzt montieren wir auch die Räder für die Lenkachse. Kommen wir nun zum Einbau der Vorderräder. Die Achse hatten wir das letzte Mal schon eingebaut und ich habe in der Zwischenzeit nur das Kabel hier nochmal schön unten rein verlegt, damit uns das nachher bei der Elektronik nicht im Wege umgeht und hier die Lenkachse behindert. Und ich habe den Lenkhebel von unten hier angeschraubt. Dazu habe ich das ganze Ding noch einmal ausbauen müssen. Ansonsten habe ich jetzt hier nichts seit dem letzten Mal verändert. Hier noch die Schraube festgedreht und jetzt geht's zum Einbau. In die Reifen, in die Vorderreifen hatten wir das letzte Mal schon die Hülse eingeschlagen, damit wir das Maß nehmen konnten. Die müssen wir jetzt noch einmal bündig abschneiden. Dazu markieren wir das hier einmal, wo wir schneiden bzw. sägen wollen und ziehen es dann mit einer kleinen Zange aus dem Rad heraus. Hier ist die Markierung und hier säge ich das jetzt ab. Das machen wir bei dem anderen natürlich ganz genauso. Hier haben wir nun unsere beiden Hülsen, die wir hier wieder hineinstecken. Und nachdem diese Schrauben natürlich viel zu lang sind, müssen wir die auch absägen. Und dazu müssen wir einmal die Räder montieren. Wer mag, kann jetzt natürlich hier nochmal Unterlegscheiben dazwischen legen. Ich mache das jetzt nicht, beziehungsweise vielleicht mache ich das noch nachher. Müssen wir mal schauen. Normalerweise habe ich keine unten drin. Wir dürfen es jetzt natürlich nicht bündig absägen, sondern es muss ja noch eine Mutter drauf. Ich verwende hier immer Stoppmutter, weil einfach von der Sicherung her das mit am besten funktioniert. Dazu markiere ich mir jetzt einfach den äußersten Punkt, der sozusagen das Ende der Reifen. Die Hülse muss natürlich ganz drin sein. Und jetzt rechne ich einfach die Dicke der Mutter noch dazu. Die hat 5 mm und die nehme ich einfach nochmal oben drauf zu meiner Markierung. Mache eine zweite. Und säge das Ganze nun an dieser zweiten Markierung, an der äußeren Markierung ab. Hier sind nun unsere abgeschnittenen Achsteile und hier vielleicht noch etwas Wichtiges zum Markieren. Solange nichts festgeschraubt ist, kann es passieren, dass natürlich die Schrauben hier etwas nach innen rutschen. Das sollte man natürlich vorher kontrollieren, dass die auch wirklich ganz nach außen hin gezogen sind. Auf dieser Seite sehen wir das jetzt sehr gut. Hier habe ich nicht aufgepasst. Heißt, jetzt nachdem ich die Schraube festgezogen habe, hat es die Achse noch etwas nachgezogen, etwas rausgezogen, dieses Stück. Und das muss ich jetzt auch nochmal wegschneiden. Hier sieht das Ganze schon wesentlich besser aus. Wir haben also nun die Hinterachse eingebaut und wir haben hier vorne unsere Lenkung eingebaut. Zum Festschrauben, ich ziehe das immer einmal komplett an, dass sich technisch gesehen gar nichts mehr bewegt und drehe dann einfach die Stoppmutter noch ein bisschen raus, um die
Leichtläufigkeit dementsprechend einzustellen, so wie ich das gerne hätte. Die Radadapter sind nun eingebaut. Die Hinterräder stehen, die Vorderräder stehen. Wir sehen, das Modell steht das erste Mal auf eigenen Beinen. Und jetzt kommen wir zu einem kurzen Punkt, den ich eigentlich gar nicht machen wollte, weil ihr bekommt bei mir sowieso keine Elektronik zu kaufen. Ich mache das auch nur nebenzu. Daher schaffe ich mit Garantien, CE-Zertifizierung etc. Ist etwas aufwendiger und daher ist ja auch alles, was jetzt kommt, nur ein Tipp. Ich mache keine Empfehlungen. Das kann jeder machen, wie er das gerne hätte. Wie gesagt, ihr könnt die Elektronik, die ich euch jetzt hier vorstelle, nicht bei mir kaufen. Aber ich kann euch zumindest mal ein bisschen zeigen, wie ich jetzt hier weiter vorgehe. Als Regler nehme ich diese kleinen Modellbauregler. Die kommen ohne Kabel in dem Fall, so wie ich sie bestelle, da ich die Kabel sowieso auf die Länge des Fahrzeugs anpasse und da, wo ich sie eben dann verbaue, muss ich sowieso löten, brauche ich also keine Regler mit Kabel dran. So schauen die Dinger aus, sind von modellbauregler.de. Und als Fernbedienung nehme ich diese hier. Warum? Weil die gerade noch da war. Die gleichen gibt es auch mit Display, wo man natürlich alles auch direkt vor Ort einstellen kann. Diese hier ohne Display ist so aufgebaut, dass ich alles am Computer justieren muss. Also Lenkeinschlag, Mixer und so weiter und so fort. Ist eine 6-Kanal-Fernbedienung. Wie gesagt, die hatte ich jetzt gerade noch. Die anderen mit Display habe ich auch ein paar in Verwendung. Bei mir muss es nicht die teuerste Fernbedienung sein, sie muss einfach nur funktionieren. Daher diese hier. Empfänger ist dort gleich mit dabei, der ist auch schon gebunden, so wie sie kommt. Und dann haben wir einen Akku. Ich habe hier einen Zippy Lipo Akku, 3 Zellen, 11,1 Volt mit 1000 Ampere. Ich habe ja solche Fahrzeuge bei dem Saurer schon im Einsatz und je nach Belastung und je nachdem natürlich auch, was man für einen Kipper drin hat, was der Motor nochmal für den Kipper benötigt, fahre ich damit im Schnitt 2 Stunden mit 1000 mA. Ich habe davon ganz viele, weil dann einer raus, einer rein, der andere lädt in einer Stunde, leicht wieder auf. Hier habe ich mal einen Kabelstrang schon zusammengebastelt für dieses Modell. Wir brauchen natürlich einmal 2 Regler, die habe ich hier ein bisschen eingepackt in Isolierklebeband, habe die Kabel alle dran gelötet und wir brauchen Strom. Die Regler selber haben keine Stromversorgung, daher brauchen wir ein BIC-Modul. Da habe ich dieses hier und ich arbeite in den Modellen sehr häufig, wenn ich nicht gleich alles zusammenlöte, mit diesen BIC-Steckern. Funktioniert einwandfrei. Ich würde sagen, wir stecken das jetzt alles einmal zusammen. Für die Hinterachse nehme ich jetzt unschönerweise eine Klemme. Hier kann sich natürlich auch jeder selber überlegen, was er so machen möchte. Aber für den ersten Einbau reicht es, dass wir eine Testfahrt machen können und die Kabel müssen so oder so später in den Rahmen schön verlegt werden. Wir müssen auch noch gucken, wo wir die ganze Elektronik überhaupt unterbringen. Da ich nach wie vor darum gekommen bin, die Kabine abzubauen und ich nicht vorhabe, das noch zu ändern, sondern ich will nach wie vor die Kabine drauf lassen, müssen wir mal schauen, wo wir hier hinten dann Platz finden oder schaffen. Gott sei Dank nimmt die Kippermechanik hier hinten nicht allzu viel Platz ein. Einmal Anschluss für unsere Motoren. Da schließe ich jetzt den Regler an und den Regler für den Kipper brauchen wir momentan ja noch nicht. Den lege ich hier einfach mit hinten rein. Und was wir natürlich auch anschließen müssen, ist hier hinten kommt der Anschluss von dem Lenkservo raus. Den müssen wir natürlich auch noch mit anschließen. Also einmal Fahrregler,
für die Hinterachse. Einmal Lenkservo. Wo ich was einschließe, weiß ich daher, weil ich die Fernbedienung, glaube ich, 8 Mal schon irgendwo in Gebrauch habe. Mittlerweile weiß ich, wie sie geliefert wird. Und wie gesagt, ich kann am PC alles noch einstellen. Aber für eine Testfahrt sollte es schon reichen. Was brauchen wir noch? BEC natürlich für den Strom. Stecken wir auch ein. Und dann packen wir das Ganze mal hier etwas zusammen. Brauchen wir nur noch einen Stromanschluss. Einen Schalter habe ich noch nicht verbaut. Für die Testfahrt tape ich das jetzt alles mal etwas zusammen, damit uns das nachher nicht davonfliegt. Dass das wirklich fest auch eingebaut ist. So, wie immer, ganz wichtig, erst Fernbedienung ein und die Regler haben eine Nullpunkterkennung, heißt, sie piepsen einmal kurz und dann ist ganz egal, wo meine Hebel standen, das ist der Nullpunkt. Und wir schauen mal. Fährt. Das funktioniert schon mal. Ich lasse ihn jetzt hier unten noch einmal eine Runde kreisen. Dürft ihr mit zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, dass das schon der Kipper wird. Es muss eigentlich der Kipper werden, weil viel ist nicht mehr zu tun. Ihr seht, jetzt haben wir erste Folge Hinterachse eingebaut, zweite Folge Lenkachse eingebaut, dritte Folge Elektronik und Räder eingebaut. Und in der vierten Folge werden wir den Kipper einbauen. Und dann sollte das ganze Modell eigentlich auch schon fahrfertig für die Baustelle sein. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und abonniert meinen Kanal, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal.